Die ersten drei Regale meiner PS1-Sammlung sind rund 170 Euro wert. Zumindest wenn ich sie bei Rebuy oder Momox verkaufen würde. Der durchaus repräsentativere Durchschnittspreis von eBay liegt bei 1400 Euro. Das sind 800% mehr. Heute schauen wir uns die nächsten 23 Titel meiner PS1-Sammlung an und dabei überrascht sogar einer der Ankaufshops relativ positiv. Angefangen mit Harvest Moon Back to Nature checken wir mal, was heute so preislich möglich ist. Und ich werde sogar mal mein Handy benutzen, weil das, glaube ich, ein bisschen einfacher sein wird. Sollte es zumindest, wenn ihr es erkennt. Leider kaufen wir dieses Produkt nicht an, sagt Rebuy. Das fängt ja schon gut an. Ich persönlich halte mich von diesem ganzen Farming Simulator ja fern, weil genauso wie bei WoW weiß ich, dass ich da wahrscheinlich ziemlich tief drin versinken würde und mir die Zeit dann doch zu schade ist. Den einzigen Farming Simulator, den ich hier gezockt habe, war Frohe Ernte im StudiVZ. Das hat schon genug Stunden gekostet. Schauen wir mal bei Momox quasi Medimobs vorbei. Oh, die würden mir 16,33 Euro dafür geben. Das ist jetzt natürlich direkt ein krasser Sprung, den die vor Rebuy machen. Wir gucken aber natürlich auch, was wir auf eBay kriegen würden, denn die sind aktuell noch ein kleines bisschen vor allen anderen preislich. Wie immer lassen wir natürlich außen vor, wie der Zustand ist, wie vollständig alles ist. Okay, wir haben hier schon mal einen für 9 Euro als Complete-Version. Das überrascht mich. Okay, 15 Euro Versand aus Österreich, 32 Euro, 38 Euro, 15 Euro. Da so große Diskrepanzen, ne? Aber so um die 30 Euro scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, wobei es halt auch immer Ausbrecher nach unten gibt. Also ich würde mal sagen, wenn ich es bei eBay reinsetzen würde, würde ich es auch nicht für unter 30 abgeben. Deswegen, mit 30 Euro sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Das ist ungefähr das Doppelte, was Momox anbietet. Erscheint mir realistisch. Next im Bunde ist ein absolutes Kindheitsspiel von mir, auch wenn ich es nie durchgezockt habe, weil es bockenschwer ist. Zwei Discs sind hier enthalten. Heart of Darkness. Definitiv aber auch ein Spiel, was ich nie vergessen werde, auch von seinen Charakteren, seiner Story und eben seiner Atmosphäre her, weswegen es auch in meinem Man Cave Gemälde verewigt ist. 88 Cent. Ja, das habe ich fast erwartet, dass das so ein bisschen, das nicht ein gerade seltener Titel ist. Oh, Momox will mir 4,53 Euro dafür geben. Haben die sich etwa gemausert oder sind das gerade zwei Glücksgriffe hier? Also zwei Titel abgescannt und schon über 20 Euro im Gegensatz zu 88 Cent bei Rebuy. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch so mit zwischen 5 und 10 Euro bei eBay gerechnet. Ich bin mal gespannt. 23 Euro in gutem Zustand, 14 Euro. Es gab Mist auf der PS1. Komplett mit 3D-Brille. Okay. Ich sag mal guten Gewissens 15 Euro, auch wenn viel über 20 ist. Ich denke, 15 Euro, da sind wir schon eher realistisch unterwegs. Oder gehen wir nochmal auf 16, 17. Sagen wir 17 Euro. Mit meinen neuesten Errungenschaften in der Sammlung, ich nehme sie gleich mal alle drei mit, die Hugo-Spiele. Auch hier habe ich schöne Kindheitserinnerungen dran, auch wenn es sehr primitive Spiele sind, sage ich mal, die man im Fernsehen ja zocken konnte durchs Anrufen. Irgendein Hugo, wo nur die Disc da ist. Ich sag mal, das ist dann ein Zustand, den würde ich mal außen vor lassen. Hugo, der teuflische Spiegel. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was ist, was selbst Momox nicht möchte. 6,56 Euro? Was ist denn los bei denen? Hier wird man ja richtig reich. Ich wäre fast versucht, die Spiele der letzten drei Jahre aus den Folgen auch nochmal abzuscannen. Rebuy möchte mir auch 5,84 Euro dafür geben. Das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Habe ich hier nicht mit gerechnet. 12,79 Euro, 13,80 Euro, 8,90 Euro, 7 Euro, 12,99 Euro, 9 Euro. Oh, hier sind sogar zwei Discs drin. The fuck? Ich sag mal 10 Euro. Ist ein guter Schnitt dazwischen. Und dann gucken wir mal, was Hugo 2 hier veranschlagt. 7,89 Euro. Habe ich die nicht zusammen für irgendwie 4 Euro gekauft oder so? Okay, die sind in keinem so guten Zustand, aber trotzdem. 4,19 Euro. Guck mal, hier hat Rebuy abgesahnt. 8,99 Euro, 13,29 Euro. Ich würde auch hier sagen, aus so ein guter Schnitt 10 Euro. Aber es gibt echt viele Hugo-Spiele, also ich glaube, die Reihe muss gut gelaufen sein. Bis jetzt bin ich sehr begeistert von diesem Regalfach. Machen wir weiter mit Jersey Devil. Das scheint mir auch ein 3D-Action-Adventure zu sein. Ich erinnere mich sehr gut an dieses Cover, aber ich erinnere mich nicht dran, es je gespielt zu haben. Unser Angebot, 83 Cent und sie haben nicht mal ein Cover drin. Momox, mach mich glücklich. 8,31 Euro.
quasi das Zehnfache. In den letzten 3 Jahren, wo ich dieses Format hier gemacht habe und meine PS1-Sammlung durchgegangen bin, haben sich Rebuy und Medimobs, wie Momox von mir aus, immer so die Waage gehalten. Ne? Immer war einer mal vorne und dann hat der andere wieder aufgeholt, aber jetzt entwickelt sich das in eine völlig andere Richtung scheinbar. 18,73 €, 23,95 €, tell me more, 18 €, 19 €, 15 €, 19 €, wird tatsächlich schon eher so in die 20-Euro-Richtung gehen, ne? Vielleicht ein bisschen drunter. Sagen wir mal 18 €. Geil, habe ich nicht erwartet. Jetzt bin ich gespannt, ob hier der Wert vielleicht ein bisschen runtergegangen ist, weil es dafür ja auch jetzt eine Remaster Collection gibt, ne, mit mehreren Spielen sogar. Und selbst die ist für ein 20, glaube ich, inzwischen zu haben für die PS5. Klonoa, Door to Phantom Isle. Eher so 2,5D Action-Adventure, ne? Bin ich sehr gespannt. Habe ich früher auch sehr gerne gespielt, auch wenn, glaube ich, nie sonderlich weit. Aber das galt für die meisten Spiele damals. So, Rebuy, 1,25 €. Aha. Okay, der hat es nicht erkannt. Versuchen wir es nochmal. 10,34 €. Ich fürchte, Rebuy, das holt ihr nicht mehr auf. Nein, ernsthaft? Gebraucht? Komplett in Box? 130 €? Was? Tatsache, die sind gebraucht. Gebraucht. Für 281 €. Fuck. 129 €. Befürchte, ich habe es nicht komplett in Box, oder? Aber ich habe immerhin hier den inklusive gratis Point-Blank-Demo-Aufkleber mit drauf. Also ich habe eine Anleitung und ich habe das Spiel. Hier ist immer noch so eine Demo-Disc dabei. Das ist dann wahrscheinlich die von Point Blank, ne? Das wäre die gewesen. Und scheinbar gehen wir hier so in die Richtung von 75 €. 56 €, 99 €. Alter, da habe ich jetzt null mitgerechnet. Null. Also scheinbar, wenn wir hier so 100 € für ansetzen, liegen wir damit nicht verkehrt. Also es würde sich wahrscheinlich im realistischen Rahmen eher hier so bewegen. Ich sag 100 €. Wow. Okay. Krass. Also es ist ein ikonisches Spiel der Ära, aber wow. Dann ganz aktuell, zumindest für mich und meinen Kanal, Kudelka haben wir hier. Ein Horror-RPG mit insgesamt 4 Discs. Kriegen wir hier auch den 4-fachen Preis vielleicht. Schauen wir mal. Leider kaufen wir dieses Produkt nicht an, Rebuy. Direkt Fail. Und Momox bietet mir 10,23 € an. 30 €, hier sind wir schon bei über 60 €. 30 €, einmal 11 €. 62,45 €. Also es ist eher seltener unter 30 € aufzufinden. Deswegen würde ich schon tatsächlich sagen, dass wir in die Richtung 40 € gehen. 10 € pro Disc, ne? Ist doch legitim. Oh, hier bin ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall 70 € plus haben, zumindest bei eBay. Das ist auch ein absolutes Kindheitsspiel von mir. Ich habe es geliebt. Es ist ja so wirklich so ein Gravitationspuzzler wirklich, wo man eine Kugel einfach spielt. Oh, es gibt sogar einen Zweispieler-Modus, das wusste ich gar nicht. Aber auch hier Top-Zustand und ich bin mir sehr sicher, dass es ein höherpreisigerer PS1-Titel ist. 10 Cent! Ja, springt von der Klippe oder geht auf der Autobahn spielen oder so. Momox. 10,19 €. 79 €, genau. 139 €, super Zustand. 97 €, 109 €, 97 €, 76 €, 178 € mit Tombi 2 noch dabei. Da hätte ich auch sofort zugegriffen, also das ist ja absoluter Schnapper. Nur die Disc für 80 €. Okay, 128 €, also wir sind eigentlich... Also der realistische Rahmen ist, wie ich schon gesagt habe, 70 aufwärts, aber es kann bis zu über 100 gehen, wie man sieht. Also setze ich es, wie gesagt, Top-Zustand hier, setze ich es nochmal bei 100 € an. Also ich glaube, das ist eine echt gute Reihe, die wir heute haben hier aus dem Regal. Kuroshi Final, das ultimative Puzzle. Jetzt auch in 2-Spieler-Splitscreen-Modus spielbar. Was heißt denn jetzt auch? Haben sie es gepatcht oder was? Das wage ich zu bezweifeln. Schauen wir mal. Was patcht denn Rebuy hier für einen Preis? Leider kaufen wir das Produkt nicht an. Also ihr fallt heute richtig hart durch, muss ich sagen. 15 Cent von Momox. Cool. Ich nehme alles zurück. 70 €, 35 €, 21 €, 53 €, 46 €. Okay, das ist dann aber auch eine andere Version. Dann steht da halt Mental Blocks drauf und nicht das ultimative Puzzle. Also dann muss ich nochmal genau drauf gucken. Also dann ist es jetzt für ein 20. Hier steht gar nichts drauf für 11 €. Dann ist es tatsächlich ein Re-Release. Ja, Kinders, dann würde ich sagen, irgendwas zwischen 20 und 12 €, ne? Das ist das Einzige, was ich hier sehe. Also nehmen wir die goldene Mitte, die da wäre. 16. Hoffentlich läuft es besser für Legacy of Kain: Soul Reaver. Das ist ja auf jeden Fall auch ein absoluter Kulttitel der Konsole. Ich habe es gehasst. Vom Gameplay her, genauso wie vom Stil und der Atmosphäre, war überhaupt nicht meins. Weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal versuchen würde. Ich glaube, das geht ja sogar so in die Zelda-Richtung, ne? So vom Levelaufbau her. Und da bin ich ja auch
absolut kein Fan, aber wir gucken mal, ob Rebuy vielleicht ein Fan davon ist. 4 Euro. Das ist für Rebuy-Verhältnisse ja schon mal gewaltig. 4,01 Euro. Ha! Eiskalt ausgestochen hier, Momox. Großartig. So, 22,99 €. Okay, ich habe fast mal ein bisschen mehr gerechnet. 24,90 € als Sofortkauf. 15 Euro in irgendeiner komischen Version. 16 Euro hier. 17 mit einem fetten Aufkleber. Die Sofortkaufen-Optionen sind ja meistens tendenziell ein paar Euro teurer. Also schon eher so unter 20 Euro. Ich würde mal hier die 18 Euro als Richtwert ansetzen. Ah, okay, hier geht's wieder aufwärts. 20 Euro. Ja, ihr habt mich überzeugt. Legend of Legaia. Das sieht mir nach einem JRPG aus. Auch nie gezockt. Was ich hier sehe, eigentlich ein ganz netter Grafikstil. Halt so typisch 90er Jahre JRPG, ne? PS1-Ära. Bei den JRPGs ist es ja auch so, mal so, mal so, ne? Also manche gehen durch die Decke, andere sind wieder kein Pfifferling wert. 8,88 Euro bei Rebuy. Ist das ein Rebuy-Rekord heute? Könnte sein, oder? Hat er nicht erkannt. Mach nochmal vernünftig hier. 9,64 Euro bei Momox. Das stimmt mich sehr positiv, dass wir hier was Feines in der Hand haben. Sammlerzustand 152,19 Euro. 70 Euro, 36 Euro, 152 Euro, fast neuwertig, 117 Euro, 38 Euro, 50. Weil hier ist Sammler-Top-Zustand, ne? Also das ist wieder komisch. Also vom Durchschnittspreis würde ich es auf jeden Fall jetzt über 50 Euro ansetzen. Ob ich jetzt bis zu den 100 hochgehen würde, das scheint mir dann doch irgendwie Ausreißer zu sein. 60, 70. Komm, wir sagen mal 60 Euro. Sagen wir mal 60 Euro. Krass, habe ich nicht erwartet. Ohne Backcover, Lego Racer. Lego Racers. Oh ja, kann ich jetzt natürlich auch keinen Code einscannen, ne? Das müssen wir dann halt so suchen. Hier, PS1. 89 Cent bei Rebuy. Blende ich dann nachher hier ein, was Momox dafür hätte rausspringen lassen. Ein 10er. Lego Racers nur die CD. Ach, guck mal. Und ich habe wenigstens noch die Anleitung zumindest dabei. Und ich glaube, das Frontcover. 6 Euro, 9 Euro. Zustand gut. 22 Euro. Naja, gehen wir jetzt mal mit dem Zustand. Sagen mal... Ah, schwierig. 12 Euro. Komm, 12 Euro. Dann ein absolut geiles Ding. Auch hier schön in dieser Big Box. Liebe ich ja auch immer, ne? Macht sich gut im Regal. Lomax. Bockenschwer, aber eines der schönsten 2D-Jump'n'Runs meiner Kindheit. Vom Stil her, von der Musik. Oh, die Musik ist so wunderschön, ne? 3,98 Euro. Ja, für Rebuy-Verhältnisse schon mal nicht schlecht. 5,60 Euro von Momox. Und 120 Euro. OVP. Okay. Aber es... Warte mal. Originalverpackung, okay, fair enough, aber OVP ist für mich eigentlich immer eingeschweißt. Ist es ja hier obviously nicht. 115 Euro OVP mit Anleitung, 130 Euro, 109 Euro, 98 Euro mit Geboten, komplett mit Anleitung, 119 Euro, 92 Euro. Wow, okay. Also wenn ich das hier so sehen würde, würde ich es nicht für unter 99 Euro rausgeben. Also sage ich mal... 99 Euro, 100 Euro, machen wir es glatt, runden wir es auf. Der wievielte 100 Euro Titel ist das hier schon? Oder knapp 100 Euro Titel? Vielleicht sind die Preise auch einfach nur explodiert, seit ich dieses Format das letzte Mal gemacht habe, aber ich bin schwer begeistert. Darf gerne so weitergehen, auch wenn ich das nicht glaube, mit Lucky Luke, hier auch noch in der Comic Star Collection von Infogrames. 31 Cent, 15 Cent. Okay, so sieht's eigentlich aus. Dann wäre es sogar 20 Euro wert. Hier ist meine Version für 11 Euro, 5 Euro, 10 Euro. 5,55 Euro. In noch einer dritten Platinum-Version. Wahnsinn. Also wenn man dafür einen 10er kriegt, sage ich mal, hat man wahrscheinlich schon Glück gehabt. Also sagen wir mal einen 10er. MDK habe ich eigentlich auch ganz gerne mal eingelegt. Ist aber auch bockenschwer. Also ich habe es zumindest bockenschwer in Erinnerung. Ich hätte gesagt, es ist auf jeden Fall ein coolerer PS1-Titel. Vielleicht schlägt sich das ja sogar im Preis nieder. Komm, Rebuy, sag mir, dass das so ist. 13 Cent. Ja, das schlägt auf jeden Fall nieder. Sehr niederschlagend. Leider kaufen wir diesen Artikel derzeit nicht an. Wow, das ist tatsächlich das erste Mal heute bei Momox. Wofür steht MDK überhaupt? Sieht man das irgendwo? 3 Euro, 15 Euro, 10 Euro, 6 Euro nur die Disc, 12 Euro, 26 Euro, 13 Euro. Scheint eher seltener unter die 10 Euro zu fallen. Also würde ich jetzt mal, sagen wir 12 Euro. Dann haben wir den ersten Medieval. Ist ja inzwischen auch als Remaster oder sogar ein richtiges Remake rausgekommen auf der PS4. Ich habe hier die Platinum-Version vom ersten Teil. Schauen wir mal, ob der auch noch was wert ist. Command & Conquer Tiberium-Konflikt. Nee, das ist es nicht. Aber hier ist natürlich auch ein blöder Aufkleber drauf. 117 1979. Da haben wir es doch. Guck mal, hervorragend. 15 Cent. Aha. Hallo?
Will er nicht suchen. Okay, muss ich dann wohl auch nachreichen. Momox stellt sich hier immer ein bisschen an, scheinbar. Hier einmal für 25 Euro, 30 Euro, 36 Euro, okay. Nur vordere Hülle. Was, die Leute sollen das verkaufen, wa? 25 Euro. Wait. Dann checken wir auch direkt den zweiten Teil aus. 89 Cent. Hier für 15 Cent. War auch nie mein Ding. Der Stil alleine von dem Charakter war so gar nicht mein. Sondern es waren viele PS1-Spiele, die halt auch so von der Atmosphäre her diesen Stil hatten. Ne? Shadow Man kann ich mich erinnern, Soul Reaver, Medieval halt, die waren halt alle in diesem düsteren Pseudo-Horror. Also entweder dann richtig Horror wie Resident Evil oder lasst es, ne? War ich knallhart. So, 28 Euro einmal. Neu für einen Fuffi finde ich ein bisschen happig. Also wenig. 35 Euro, 30 Euro, Platinum-Version, 34 Euro. Das finde ich auch immer spannend, wenn diese Platinum-Version einfach für mehr weggehen als die normalen. 30 Euro für Medieval 2. Metal Gear Solid Tactical Espionage Action. Vor 2 Jahren, glaube ich, auf Twitch mit euch zusammen versucht nachzuholen. Ich habe auf jeden Fall den ikonischen Bossfight erledigt gegen Psycho Mantis, ne, wo man den Controller-Slot ändern muss. Das haben wir noch gemacht, aber danach hat es mich dann irgendwann verloren, wo du die Rakete durch den Flur steuern musst, ne, so um die Kurven und so weiter und durch die zig Räume da, das war mir dann irgendwie zu blöd und es hat mich halt auch einfach nicht gepackt. Ich hasse Stealth, mich packt die Story von den Metal Gear Spielen nie und auch wenn ich die Faszination dafür verstehe, ist es halt einfach nicht meins. Aber ich find's cool, dass es hier diese dicke Hülle hat, selbst bei der Platinum-Version. 10,75 Euro würde Momox mir dafür geben. 8,88 Euro. Könnte gut sein, dass wir hier was Wertvolleres am Start haben. 35 Euro, 47 Euro, 40 Euro, 30 Euro. Ich glaube, mit 40 sind wir eigentlich gut dabei. Schauen wir mal, ob das auch für die Special Missions gilt. Keine Ahnung, was das ist. Das ist quasi so ein PS1 DLC-Pack mit dieser zusätzlichen Missions-CD für den millionenfach verkauften Knüller Metal Gear Solid ist die Legende wieder da. 300 VR-Trainingsmissionen. Steuern Sie Ninja zum ersten Mal. Alle neuen Geheimnisse und Bonusstufen. 5,73 Euro. 3,30 Euro. Guck mal, hier zum Ende hin lässt Momox ein bisschen nach. Guck mal, hier original verpackt für über 300 Euro. Sehr schön. 69 Euro, Sofortkauf. Warte, ah, guck mal, ich bin doch hier gar nicht bei... Die hat gerade Spielstuhl. Oh. Wer ist das? Ja, bitte? PS1 Games. Teewurst? PS1 Games. Diese hier? Die mit dem PS1-Logo. Mit dem PS1-Logo? Natürlich. Wie viel? Alle. Er kommt! PlayStation 1 Games, Leben hoch! Voll verpixelt, Box ist klein, wir spielen rein! PlayStation 1 Games, Nintendo ist nicht so mein, die mit dem PS1-Logo müssen es sein. Diese Hände haben soeben Sprühstuhl entfernt. Und dieser Kopf hat vergessen, wo wir aufgehört haben. Haben wir jetzt schon geklärt, wie viel wir für Special Missions kriegen? 17 Euro? 26 Euro? 38 Euro? Sagen wir 35 Euro. Ich glaube, das ist ein guter Querschnitt. 35 Euro. Eines der wenigen Spiele, glaube ich, die ich in meiner Kindheit dann auch wirklich mal durchgespielt habe. Auch eines meiner absoluten Favoriten auf der PS1. Mickey's Wild Adventure ist eine echt schöne Reise durch verschiedene alte Mickey-Maus-Cartoons. Angefangen natürlich bei dem allerersten von Walt Disney, Steamboat Willie. Auch hier schön in der großen, dicken Box. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht kein so hochpreisiger Titel ist, aber mir persönlich liegt der sehr am Herzen. 10 Cent. Ha. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So wie 15 Cent zum Beispiel, ne? Platinum-Version für 18,99. 9,99 €. Hier ist auch nur die Platinum-Version. Gibt's nur die Platinum-Version? Hallo? 5 Euro? Hier, das ist die Big Box für 70 Euro. Seltene Big Box. Sie ist selten, behauptet er hier zumindest. Aber scheinbar ist sie das. Hier ist auch nochmal die Big Box für 40 Euro. Leerzeichen. Mensch, Leerzeichen. 119 Euro. Plus Audio-CD. Ich glaube, eine Audio-CD habe ich hier nicht drin, oder? Was ist denn Audio-CD? Ist da der Soundtrack drauf? Das zweite Fach, warum auch immer, hat überhaupt keinen Nuppel für eine CD. Also ich habe keine Ahnung, wofür das hätte gut sein sollen. Vielleicht war das in so einem Demo-Case mit drin. 93 Euro, 42 Euro, 35 Euro für Mickey. So, dann haben wir hier tatsächlich Mohun 3.
eingeschweißt. Sag mir mal, was wir für Morhun 3 kriegen. Ich habe ja nur die nutzlosesten Dinger als Sealed-Objekte, okay. Rebuy kennt es gar nicht. 1,44 Euro. Es gibt Huhn. Offenbar heißt Chasse au Poulet. Es gibt Huhn. Oh, guck mal hier. 15 Cent. Okay, cool. Ah, guck mal hier. Sealed. 40 Euro. Aber es ist halt auch die deutsche Version, ne? Gib das mal tatsächlich so ein, wie das hier drauf steht. Chasse aux Poulets. Nope, finde da nicht. Ja, was machen wir denn dann hier? Also der eine Sealed-Preis. Schätze, dann nehmen wir den einfach mal 30 Euro, ne? Hätte ich nicht erwartet. Also da habe ich schon Sealed-Varianten gehabt, die weniger wert waren von irgendwas. Muss tatsächlich sagen, Morhun habe ich auf dem PC so den ersten Teil und die Winter Edition habe ich super gerne gespielt. War fast so lange wie Counter-Strike 1.6 habe ich Morhun gezockt. Last but not least, es ist mein erstes Spiel. Zusammen mit Crash Bandicoot habe ich dieses Spiel bekommen mit meiner PS1-Konsole damals zu Weihnachten. Habe ich auch super oft gespielt. Mich hat nur sehr abgefuckt, dass man, glaube ich, 2 Charaktere freischalten kann, für die man das gesamte Spiel einmal durchspielt. Es gibt aber keine Speichermöglichkeit. Ich glaube, es gibt nicht mal ein Passwortsystem. Die Rede ist von Mototoon Grand Prix 2. Ich habe es sehr gefeiert. Ich würde es tatsächlich nochmal zocken. Es ist aber nur für einen Spieler. Das ist natürlich ein bisschen schade bei einem Rennspiel, finde ich auch heute noch. Bisher nicht bekannt. Okay. Nickelodeon Kart Racers. Toll. Super Suche, Rebuy, wie immer. Also sagen wir mal, bei Rebuy gibt's dafür nichts. Machen wir jetzt kurz einen Prozess. 15 Cent. Cool. 27 Euro. Nur die CD. Ah, das ist ja schon mal vielversprechend. 15 Euro. 37 Euro. 38 Euro. Sofortkauf. Sie haben Gran Turismo zusammen mit diesem Spiel verkauft. Das ist auch eine witzige Idee. Selten, sagen sie sogar. Okay. Sind das hier japanische Schriftzeichen? NTSC Japan Import. Dann gab es den vielleicht tatsächlich nur in Japan, ne? Den ersten Teil. Das habe ich mich nämlich auch immer gefragt. Das ist so wie mit Tekken. Ich habe mit Tekken 3 angefangen. Tekken 2 habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Aber wo hat denn Tekken angefangen? Ich habe noch nie Tekken 1 gesehen. Zumindest früher nicht, ne? Inzwischen glaube ich. Aber auch inzwischen, finde ich, ist es noch ein echt seltenes Spiel, das man eigentlich nie irgendwo sieht. Also ich glaube, mit 30 Euro, eigentlich sogar mehr, ich würde vielleicht sogar 35 Euro ansetzen. Ich glaube, das ist ein guter Querschnitt von dem, was wir hier so gesehen haben. Also haben wir hier nochmal 35 Euro. Und ich würde fast sagen, dass das erfolgreichste, wertvollste Regal war, was wir uns bisher angeguckt haben. Wie gesagt, kann natürlich sein, es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Preise in den letzten 3 Jahren nochmal nach oben gegangen sind. Aber ziehen wir doch mal ein kleines Fazit und das überlasse ich liebend gerne dem Zukunftslord. An dich! Puh! Guter Wurf, Vergangenheitslord! Mit läppischen 52 Euro bei Rebuy, 105 immerhin bei Momox und richtig nice 755 Euro bei eBay haben wir damit einen Gesamtzwischenstand von 226,23 Euro bei Rebuy, 278,85 Euro bei Momox und satten 2156,50 Euro bei eBay. Haarscharfer Sieger, würde ich sagen. Wer in die vorangegangenen Episoden reinschauen möchte, hier gibt's die ganze Playlist. Bis dahin, may the Lord, das bin ich, be with you. See ya!